was macht ihr denn da? Ihr habt auch diesen Monat eure Quote nicht erfüllt. Die Frau, die wütend ist, ist unsere Geschäftsführerin Shirohaku Join. Sie ist die einzige Tochter eines sehr großen Finanzkonzerns in Japan, aber sie muss verwöhnt worden sein. Sie verlangt immer Dinge, die nicht erledigt werden können. Dieses Unternehmen ist eines der vielen Unternehmen der Kujoin-Gruppe, aber ich dachte, es wäre zu früh, sie zum CEO zu machen. Sie würde die Quoten nur auf der Grundlage des Gewinns festlegen, anstatt sich die Lage der Wirtschaft anzusehen und entsprechend anzupassen. Niemand ist in der Lage, ihre Standards zu erfüllen. Ma'am, wenn ich darf. Die Wirtschaft liegt in Trümmern. Ich glaube nicht, dass diese Zahlen realistisch sind. Das Unternehmen macht immer noch Gewinn. Kannst du die Quote senken? Was? Willst du dich gegen den Geschäftsführer stellen? Nein, Ma'am. So habe ich das nicht gemeint. Unser Unternehmen macht gute Gewinne. Aber wenn wir uns hier niederlassen, werden wir als Unternehmen nicht wachsen. Deshalb müssen wir unsere Standards hochhalten und uns weiter anstrengen. Die Ergebnisse werden folgen und für sich selbst sprechen. Das war das erste Mal, dass ich hörte, warum sie so hohe Ansprüche hatte. Wenn das der Grund ist, warum sie die Standards so hoch ansetzt, solltest du nicht so wütend sein, wenn die Standards nicht erreichst. Sonst wird dir niemand folgen. Es gab einen Grund, warum ich meinen alten Job gekündigt habe und zu diesem Unternehmen gegangen bin. Ich bin erst seit kurzem dabei. Ich bin gerade 27 geworden, also bin ich genauso alt wie die Geschäftsführerin. Aber ich glaube nicht, dass ich mit ihr auskomme. Sie sieht so gut aus. Was für eine Verschwendung. Nachdem das so weiterging. Warum kündigt ihr alle? Die fähigen Angestellten reichen alle ihre Kündigungsschreiben ein. Das machte Sinn. Diejenigen, die gut ausgebildet waren, mussten nicht hierbleiben, um neu anzufangen. Diejenigen, die blieben, waren die jüngere Generation, die sich nicht zutraute, zu einem anderen Unternehmen zu gehen. Das macht Sinn. Es ist deine Schuld. Was? Was redest du denn da? Du bist doch der Neuling vom letzten Jahr. Warum redest du mit einem Geschäftsführer wie mir so viel Schindluder? Wie wäre es, wenn du diese Art von Stolz wegwirfst? Was? Was meinst du? Ich weiß, dass deine Methode dieses Unternehmen schnell wachsen ließ. Ich glaube, das liegt daran, dass die Angestellten hart arbeiten wollten, um mit deinen Träumen mitzuhalten. Aber du hast ihnen nicht einmal dafür gedankt, dass sie so hart gearbeitet haben. Du hast die Messlatte immer höher gelegt und bist immer wütender geworden. Es ist nur logisch, dass sie genug von dir hatten und weggelaufen sind. Du hast keine Ahnung. Du hast in den letzten 6 Monaten auch nichts getan. Ich brauche keine Mitarbeiter, die nur reden. Okay. Willst du einfach warten, bis die Firma untergeht? Hä? Die guten Mitarbeiter mit Erfahrung sind weg und du hast nur noch die jungen Neulinge. Es wird nicht reibungslos laufen. Wenn du nicht sofort etwas unternimmst, wird das Unternehmen untergehen. Aber ich kann doch nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entlassen. Dann müssen wir die Anzahl der Leute sofort erhöhen, oder? Wir müssen die Nachricht verbreiten und gleichzeitig mit deinem Vater und Großvater sprechen, um sie um Unterstützung von anderen verwandten Unternehmen zu bitten. Das kann ich nicht. Ich weiß nicht, was sie dazu sagen werden. Ich denke, dass der Verlust des Unternehmens ein viel größeres Problem darstellt. Wenn du nichts tust, wirst du sie immer wieder enttäuschen. Ich glaube, das sieht für deine Familie viel schlimmer aus. Gut, ich werde ihnen die Wahrheit sagen und sie um Hilfe bitten. Okay, machen wir uns bereit. Hä? Was willst du vorbereiten? Ich werde Dokumente erstellen, um alles zu klären. Auch wenn neue Leute kommen, müssen sie wissen, was zu tun ist. Ich meine, ich habe schon damit angefangen, als ich hörte, dass sie aufhören, aber... Ich verstehe. Du bist schnell fertig. Das ist ganz normal. Wenn es dir nichts ausmacht, kannst du auch ein paar Systemingenieure mitbringen. So eine Abteilung haben wir aber nicht. Wir werden sie brauchen. Ich werde einen Teil unserer Arbeit automatisieren. So brauchen wir weniger Leute und es wird die Effizienz und die Kosten erhöhen. Aber wer würde ein System für so etwas entwickeln? Ich werde es tun. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein Systemingenieur. Ich fing an, Dokumente zu erstellen und gleichzeitig das System zu entwerfen. Ich hatte Leute, die mir bei den Einführungsunterlagen halfen und ich konnte sicherstellen, dass alles innerhalb eines Monats fertig wurde. Es ist so lange her, dass ich einen so harten Job hatte. Und während ich arbeitete... Es ist 22 Uhr. Wie lange willst du noch arbeiten? Hey Boss, ungewöhnlich, dass du so lange bleibst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zuerst nach der Zeit gefragt habe. Ich habe zugehört, wie mein Vater und seine Schläger mich zusammengeschissen haben. Also hat sie ihnen die Wahrheit gesagt. Nun, gute Arbeit. Was ist mit den Leuten, die helfen sollen? Sie sagten, sie würden sofort ein paar Leute holen und sie waren verärgert. Aber sie lobten mich auch. Sie sagten, es sei gut, dass ich sie sofort darauf aufmerksam gemacht habe, dass sich der Schaden dadurch in Grenzen halten wird. Das ist doch großartig, oder? Das haben wir dir zu verdanken. Also, Dankeschön. Ich war überrascht, dass diese stolze Geschäftsführerin sich bei mir bedankte.
Das ist nichts, wofür man sich bedanken sollte. Ich würde auch in Schwierigkeiten geraten, wenn diese Firma untergehen würde. So oder so, es ändert nichts an der Tatsache, dass du uns geholfen hast. Du baust doch auch gerade ein System für uns, oder? Das ist alles Codierung. Kannst du programmieren? Ein bisschen. Die Firma meines Vaters hat eine große Systemabteilung. Ja, sie stellt nicht nur Systeme für andere Unternehmen her, sondern auch ihre eigenen von Kujuin entwickelten Systeme. Ja, ich bin überrascht, dass du das weißt. Aber Mann, du programmierst schnell. Warum hast du deinen Job als Systemingenieur aufgegeben und hier angefangen zu arbeiten? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe die Dinge einfach laufen lassen und bin hier gelandet. Was meinst du damit? Ich denke, du wirst es bald herausfinden. Wie auch immer, du kannst zuerst nach Hause gehen. Du musst nicht auf mich warten. Ich gehe schon mal vor und schließe ab. Das ist in Ordnung. Ich warte, bis du fertig bist. Warum die plötzliche Freundlichkeit? Das ist alles wegen mir passiert. Es wäre falsch, wenn ich dich einfach hier lassen würde. Ha, ihr müsst wirklich ganz schön was abbekommen haben. In Ordnung, ich werde schnell arbeiten, um es so schnell wie möglich zu beenden. Ich wollte sie nicht warten lassen, also arbeitete ich noch schneller als zuvor. Etwa 30 Minuten später war ich mit dem Programmieren fertig. Du hast codiert, ohne etwas nachzuschlagen. Hast du das alles auswendig gelernt? Ja, wenn es eine der Hauptsprachen ist, weiß ich sie. Das ist unglaublich. Im Ernst, warum bist du in unserem Unternehmen? Wie ich schon sagte, du wirst es schon noch herausfinden. Du willst es also geheim halten, was? Vielleicht hilft mir ein Blick auf deinen Lebenslauf, um es herauszufinden. Dafür hast du keine Zeit. Dir ist klar, dass die Leute, die sie zu uns schicken, nur eine vorübergehende Lösung sind, oder? Wir müssen sofort offene Stellen ausschreiben. Aber wir können uns nicht einfach irgendjemanden einstellen. Also müssen wir sicher sein, dass wir die Vorstellungsgespräche genau führen. Du sagst das so, als wäre es eine einfache Sache. Wenn ich so einfach gute Leute finden könnte, hätte ich doch keine Probleme, oder? Ja, deshalb tue ich mein Bestes, um das System so schnell wie möglich zum Laufen zu bringen. Das gleiche gilt für die Leute. Selbst wenn mehr Leute kommen, um uns zu helfen, wenn sie nicht qualifiziert sind, hat es keinen Sinn, dass sie kommen. Deshalb dachte ich mir, dass wir Leute von anderen Unternehmen holen sollten, von denen wir wissen, dass sie qualifiziert sind. Wie weit denkst du im Voraus? Das spielt keine Rolle. Ich glaube, du musst dich mit einem anderen wichtigen Thema beschäftigen. Hm? Wovon sprichst du? Hast du es schon vergessen? Die Quote? Oh! Hohe Quoten sind gut, aber zu hohe Quoten sind nicht gut. Das macht die Leute unmotiviert. Sie werden entmutigt, noch bevor sie überhaupt arbeiten, weil sie wissen, dass sie die Quote nicht erreichen können. In einem solchen Zustand ist es ziemlich schwierig, die Motivation der Arbeitskräfte aufrechtzuerhalten. Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Es ist deine Aufgabe, das herauszufinden, oder? Wenn ich versuche, mir selbst etwas einfallen zu lassen, könnte ich es wieder vermasseln. Du hast dich schon so oft zu Wort gemeldet. Du kannst mir doch einen Rat geben, oder? Gut, ich helfe dir nur dieses eine Mal. Okay. Zuerst musst du die Quote wieder auf eine erreichbare Zahl senken. Sie muss gerade so hoch sein, dass sie möglich, aber schwer zu erreichen ist. Okay. Ja, sie ist aufnahmefähig. Kümmere dich außerdem besser um deine Mitarbeiter. Deine Mitarbeiter sind der MVP deines Unternehmens. Der MVP? Das Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter oder seine Mitarbeiterin. Die Fähigkeit der Mitarbeiter sind der einzige Grund, warum das Unternehmen funktioniert. Wenn du dich nicht um sie kümmerst, wenn du dich nicht gut um sie kümmerst, werden sie zu anderen Unternehmen abwandern. Und was nutzt ein Unternehmen, das keine Mitarbeiter hat? Du musst also dafür sorgen, dass sie gut bezahlt werden und viele Vorteile erhalten. Okay. Ich denke, das war genug der Belehrung. Ja, danke. Ich werde darüber nachdenken. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser egoistische Geschäftsführer so offen für Ratschläge ist. Ich bin völlig überrascht nach Hause. Danach fing sie an, mit allen sehr freundlich zu reden und sie mit Respekt zu behandeln. Zuerst waren sie alle verwirrt, weil sie sich anders verhielt. Aber schließlich fanden sie Gefallen daran, dass die hübsche Geschäftsführerin nette Dinge zu ihnen sagte. Ich erklärte ihnen alle Aufgaben und nahm alle Helfer auf, die kamen. Es blieb nicht mehr viel Zeit, bis die Angestellten kündigten. Also musste ich hart arbeiten, um sie an Bord zu bringen. Yo, Sakurai, wie ist es dir ergangen? Herr Kito, ich hätte Sie hier nicht erwartet. Diese Person heißt Kito und war mein Chef an meinem alten Arbeitsplatz. Er ist sehr entspannt und arbeitet effizient, sodass viele seiner Mitarbeiter ihn respektieren und ihm vertrauen. Das hilft uns wirklich bei seiner Ankunft. Unser Chef hat gesagt, dass du hier bist. Ich habe gesagt, dass ich mich selbst darum kümmern muss. Wie auch immer. Naja, genug davon. Du bist aus unserer Firma verschwunden und hierher gezogen, was? Ha? Hat dich die hübsche Geschäftsführerin erwischt oder so? Nein, das ist es nicht. Sie haben mich einfach um Hilfe gebeten, also bin ich gekommen. Ha? Wer hat dich gefragt? Na klar. Sakurai, hast du einen Moment Zeit? Ja klar. Sorry, Kito. Ich muss los. Ich war gerade mitten im Gespräch, aber Kujuin hat nach mir gefragt, also bin ich gegangen. Was ist denn los? Du hast doch gesagt, dass du einen Systemingenieur haben willst, oder? Die Person, mit der du geredet hast, Kito, scheint etwas zwielichtig zu sein.
Meinem Vater zufolge ist er einer der Top-Ingenieure in seiner Firma. Zwielichtig, hä? Kannst du ihm den Neuling beibringen, wie man programmiert und ein System entwirft? Vielleicht können wir einfach einen Systemingenieur von Grund auf heranziehen. Ich denke, das ist ziemlich schwierig. Man braucht eine Menge Fachwissen und es von Grund auf zu machen, kostet das Unternehmen viel. Und sie Dinge tun zu lassen, für die sie sich nicht gemeldet haben, wird dazu führen, dass sie die Motivation verlieren. So, dass wir eine Anzeige aufgeben und sehen können, wer anbeißt, ist ein besserer Ansatz, denke ich. Ich verstehe. Verflixt! Wenn es schwierig ist, können wir eine andere Zeitarbeitsfirma nach einem Systemingenieur fragen. Das ist in Situationen wie dieser ziemlich üblich. Verstehe. Aber dann gehen sie nach ein paar Jahren. Also, ich würde gerne einen in unserer eigenen Firma großziehen. Gut, sie denkt nach. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hatten Glück, dass Kito hierher kam. Es gibt auch noch ein paar andere Systemingenieure. Also denke ich nicht, dass es viel Grund gibt, Zeitarbeitsfirmen um mehr Hilfe zu bitten. Wir haben nicht um Hilfe bei den Systemingenieuren gebeten. Also bin ich mir sicher, dass der Geschäftsführer nur versucht hat, ihr zu helfen. Er ist wirklich schlau. Puh, das war's. Tolle Arbeit. Danke, dass du so lange geblieben bist, um deine Arbeit zu beenden. Oh, hey Boss. Wenn du jetzt nach Hause gehst, wollen wir zusammen nach Hause gehen? Klar, du bleibst auch ziemlich lange, oder? Die Firma ist in Gefahr, weißt du? Man muss tun, was man kann. Sie hat sich wirklich verändert. Sie ist jetzt stärker. Ich bin sicher, dass die Firma jetzt gut dasteht. Danke, Sakurai. Die Firma ist dank dir gerettet. Das ist nicht wahr, sondern weil du dich dem Problem gestellt und die richtigen Entscheidungen getroffen hast. Du hast deinen Stolz über Bord geworfen und dein Unternehmen an die erste Stelle gesetzt. Es ist wichtig, an deine Mitarbeiter zu denken. Ich glaube, dass du dem idealen Unternehmer immer näher kommst. Ich will damit sagen, dass du derjenige bist, der mich in diese Richtung gebracht hat. Also bleib von jetzt an meiner Seite, okay? Aha, von jetzt an, hä? Was ist das? Oh, ich war nur überrascht, dass ein Angestellter so etwas von seinem Chef hören würde. Ich meine, das mag ja stimmen, aber viele der älteren Mitarbeiter verlassen uns und ich habe vor, dich in eine Führungsposition zu versetzen. Ich verstehe. Ich muss das Angebot ablehnen. Sie wurde wieder wütend, weil ich ihr nicht die Antworten gab, die sie wollte. Aber ich hatte meine Gründe, warum ich keine ausführlicheren Antworten geben wollte. Ein Jahr später. Danke, dass ihr alle gekommen seid, um uns zu helfen. Im Laufe eines Jahres hat sich das Unternehmen komplett verändert. Es gab nicht nur eine große Gruppe hochqualifizierter Mitarbeiter, sondern wir haben es auch geschafft, mehrere gute junge Mitarbeiter einzustellen. Ein Jahr lang haben wir darauf geachtet, sie gut auszubilden und als Ergebnis haben wir jetzt ein Team voller Elite-Mitglieder. Das Ergebnis ist, dass das Unternehmen davon profitiert und es mit ihm aufwärts geht. Wenn überhaupt, dann geht es dem Unternehmen jetzt besser als vorher, als wir noch die anderen Mitarbeiter hatten. Deshalb gehen die Mitarbeiter, die gekommen sind, zu ihren ursprünglichen Unternehmen zurück. Es ist wirklich schön zu wissen, dass wir so weit gekommen sind. Das ist, weil du so hart gearbeitet hast. Nein, es ist, weil meine Mitarbeiter so hart gearbeitet haben. Außerdem, was ist das? Ich glaube, du hast mich dieses Jahr wirklich unterstützt. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass du mein rechter Arm warst. Deshalb hoffe ich wirklich, dass du weiterhin für mich da bist. Und warum gehen wir nicht? Tut mir leid, Ma'am. Ich kann nicht mehr in dieser Firma bleiben. Hä? Der eigentliche Grund, warum ich in diese Firma gekommen bin, war, um sie zu testen, Frau Kujuin. Hm? Was? Was meinst du damit? Ich bin sicher, jeder an ihrer Position wäre überrascht. Aber ich sage die Wahrheit. Dein Vater hat mich gebeten, das zu tun. Er wollte, dass ich teste, ob du gut genug bist, um diese ganze Gruppe von Unternehmen zu leiten. Ich habe nichts davon gehört. Es wäre kein richtiger Test, wenn ich dir davon erzählen würde, nicht wahr? Deshalb haben sie sich für den relativ jungen Mitarbeiter entschieden. Eurem Unternehmen ging es relativ gut. Aber es haben so viele Leute das Unternehmen verlassen. Wir hatten Informationen von Mitarbeitern erhalten, die unzufrieden waren. Aber warum habt ihr mich nicht aufgehalten, bevor die Mitarbeiter gegangen sind? Ihr habt all diese tollen Mitarbeiter gehen lassen, nur um mich zu testen? Nein, sie werden in einem anderen Unternehmen arbeiten, das deinem Vater gehört. Ich bin hierher gekommen und habe dafür gesorgt, dass ich mit allen gut auskomme. Ich fand Leute, die so unzufrieden waren, dass sie sich in ein anderes Unternehmen suchten und bot ihnen eine Stelle in der Firma deines Vaters an. Mit anderen Worten, sie sind alle wegen dir gegangen? Das ist richtig. Wenn wir alles alleine lassen würden, würden sie alle entkommen. Wir wollten sehen, wie du mit einem Problem umgehen würdest. Einem Problem, das du nicht einfach ignorieren kannst. Deshalb habt ihr eine der Firmen fast untergehen lassen? Nur deswegen? Du und mein Vater, ihr seid beide wahnsinnig! Nein, das ist nicht wahr. Dein Vater hat geglaubt, dass du dieses Unternehmen wieder aufbauen kannst. Deshalb war er in der Lage, so weit zu gehen. Oh. Außerdem glaube ich, dass er wollte, dass du einen großen Verlust erlebst, auch wenn es um eine Prüfung ging. Es ist beängstigend, sich jemanden in einer Machtposition vorzustellen, der noch keine Verluste erlebt hat. Und wenn es dann passiert, weißt du nicht, was passieren könnte.
Aber wenn du so etwas schon einmal erlebt hättest, würdest du es sofort melden und um Hilfe bitten, oder? Deshalb wollte er, dass du davon erfährst, auch wenn es eine falsche Erfahrung war. So, dein Test ist abgeschlossen. Ich denke, dein Vater wird sich später bei dir melden. Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereitet habe. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Meine Arbeit in dieser Firma war getan. Ich wollte schon gehen, aber... Warte! Ma'am? Ich weiß, dass das alles bis zu diesem Punkt ein Test war, aber es war doch nicht alles nur gespielt, oder? Und wenn der Test abgeschlossen ist, bist du jetzt frei, richtig? Also bleib einfach hier in meiner Firma. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll. Deshalb konnte ich so weit gehen. Hä? Das muss alles Teil des Plans für ihn sein. Hm? Was meinst du damit? Nun, er hat tatsächlich mit mir gesprochen. Er sagte, dass ich nach der Prüfung tun kann, was ich will. Ich kann dorthin zurückgehen, wo ich war, oder ich kann hierbleiben und mit dir arbeiten. Also bleibst du hier? Ja, ich denke, ein Jahr hier zu arbeiten wird mich verändern. Ich habe jetzt Erinnerungen hier. Wenn du nicht versucht hättest, mich aufzuhalten, wäre ich zurückgegangen. Und wenn du mich aufgehalten hättest, wäre ich hier geblieben. Danke. Ich werde nicht zulassen, dass du das bedauerst. Ich werde dich sicher glücklich machen, dass du bei mir geblieben bist. Ich danke dir. Deshalb habe ich mich entschieden, in ihrer Firma zu bleiben. Wie ich schon sagte, wollte ich, dass du mich sowohl privat als auch bei der Arbeit unterstützt. Warte einen Moment. Ich schulde deinem Vater eine Menge, also bin ich mir nicht sicher, ob ich... Ignoriere ihn für eine Sekunde. Wie geht es dir? Ich mag dich. Also würde ich gerne mit dir ausgehen. Wenn du bleibst, heißt das, dass du mich auch magst, oder? Dann lass uns ausgehen. Es ist okay, ich habe niemanden, den ich heiraten will. Und er hat mich nicht gebeten, jemanden für die Firma zu heiraten. Ja, aber ich bin mir nicht sicher. Er liebt dich wirklich und wenn ich sage, dass ich mit seiner Tochter ausgehen möchte, ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Ach komm schon, du bist doch immer so ein Mann. Steh für dich ein. Ich sagte, vergiss ihn mal für eine Sekunde. Sie flirtete danach weiter mit mir. Daraufhin... Klar, macht ihr beide, was ihr wollt. Ich mag dich, als wärst du mein Sohn und ich bin ziemlich froh, dass ihr beide zusammen seid. Er sagte, die ganze Sache sei in Ordnung. Das ist überraschend. Er ist so verliebt in seine Tochter, dass er ihr Foto überall mit hinnimmt. Juhu, jetzt können wir unbesorgt auf Dates gehen. Aber ich schätze, es hat alles geklappt, weil sie auch glücklich ist. Auf dem Heimweg hielt sie sich an meinem Arm fest und wollte nicht loslassen. Sie sah aus wie eine Erwachsene, aber im Herzen war sie ein Kind. Ich bin froh, dass wir angenommen wurden. Ja, das stimmt. Aber ich habe eine Frage. Warum stehst du meinem Vater so nahe? Und was meinst du damit, du schuldest ihm... Ach ja, was das angeht. Ich bin eigentlich ein Waisenkind. Ich habe deinen Vater getroffen, als ich in der Grundschule war. Und er hat mich gerettet. Aber das habe ich nicht gewusst. Es ist nicht so, dass wir zusammen gewohnt haben. Aber er hat mich immer besucht und mir viel geholfen. Deshalb habe ich fleißig gelernt, um in seine Firma einzusteigen und es ihm zurückzuzahlen. Ich verstehe. Dann werde ich mich jetzt an seiner Stelle um dich kümmern. Wir werden sowieso eines Tages eine Familie sein. Danke, Ma'am. Nachdem ich ein Jahr lang mit ihr zusammen war, weiß ich jetzt... Ich kann mit dir glücklich sein. Deshalb hat es für mich oberste Priorität, es ihm und meinem Chef, nein, Shiroha, heimzuzahlen.